Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist bei mir eine ganz besondere Box angekommen. Genau. Und zwar ist das die Degusta-Box. Juhu, eine Fressbox. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta-Box ist eine Foodbox. Das heißt, sie enthält 10 bis 15 Food-Produkte, die so basic sind oder die total ausgefallen sind. Neuheiten, Klassiker, dies, das, Ananas. Mega geil. Kostet 15,99 pro Box, da kannst du mal gucken, je nachdem, was für eine Abo-Form man wählt, aber ich glaube, die kostet regulär 15,99, weil du die ja auch immer direkt auch so kündigen kannst, ne? Wenn dir gerade einfach nicht mehr danach ist oder so. Und ich habe auch einen Code, damit kannst du 6 Euro sparen, zahlst dann 9,99 für deine erste Box und ich habe einen Bombenhunger, also ich möchte reingucken. Ne? Das ist eine Kooperation, genau, deswegen kann ich auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox, schau da gerne einfach mal vorbei. Meistens ist es halt so, dass diese Boxen super schnell ausverkauft sind, weil halt echt begehrt. Dementsprechend ist es dann so, dass du dann die darauf folgende Box gewinnen kannst. So, Januar. Neustart. Ich hoffe, es ist nicht zu vegan hier drin und ich hoffe, es ist auch nicht zu gesund hier drin, denn dafür ist der Januar ja eigentlich so bekannt, ne? Wir gucken einfach mal, denn ich bin ja auch immer ziemlich scharf auf so Snacks und so kleine Küchlein und so. So sieht das dann immer aus. Wir haben so ein Butterputzpapier, ist mit einem Klebi zugemacht und oh, ich liebe das immer total. Das sieht hier nicht nur gesund aus. Nö, definitiv nicht. Hier ist einmal das Flyer-Ding mit dabei, die Januar-Box. Da sind die ganzen Produkte aufgeführt und auch die Preise. Das heißt, ich kann euch die einblenden. Produkte verlinken ist immer ein bisschen schwierig. Also ich kann euch außer Erfahrung her sagen, das meiste findet ihr bei Rewe zum Beispiel. Man kann online auch bei Rewe bestellen und manche Sachen findet ihr sogar auf Amazon. Genau, aber vielleicht mal im Laden drauf achten. Ich finde es immer ganz toll, wenn man einfach so ein bisschen was Neuartiges gezeigt bekommt, ne? Weil ich gehe, wenn ich einkaufen gehe, mit meinem Einkaufszettel und Scheuklappen durch den Laden und hole mir halt genau das, was ich brauche. Gerade jetzt, wenn wir halt nur mit Maske rumlatschen und so. Und jetzt gerade im Winter, wenn ich rumlaufe wie so ein Michelin-Männchen, weil ich bin immer sehr dick eingepackt. Ich habe meine dicke Jacke und Schal und alles Mögliche, ne? Und dann will man einfach schnell durch. Deswegen, ich liebe diese Box. Ich liebe sie wirklich sehr und habe sie, ich glaube, seit Anfang meines YouTube-Kanals schon im Abo gehabt. Und irgendwann kam die Degusta-Box auf mich zu und sagte, Mensch, Claudinchen, ne? Wollen wir nicht mal so langsam zusammenarbeiten? Es wird wohl passen und das stimmt. Okay, als erstes habe ich hier von Vitalis ein Müsli, unser Müsli des Jahres. Da wird sich mega mein Freund drüber freuen. Knusper, Honeys, Kakao, denn mein Freund steht total auf diese Vitalis Müsli. Und er mag auch gerne Schokomüsli. Ich glaube, das könnte was für ihn werden. Ansonsten müssen wir mal gucken, ob es dann sonst was für mich wird. Aber ich glaube, er wird sich schon drüber freuen. Und die sind ja ruckzuck leer, ne? Finde ich total klasse. 450 Gramm ist ja eine normale Größe. Und ja, das ist Produkt Nummer 1. Ne? Startet schon mal toll und nicht allzu gesund. Dann haben wir hier auch nochmal den Flyer mit dabei. Auch das ist immer wichtig. Ich halte euch das immer wieder in die Kamera, wenn das auch mit dabei ist, weil die Degusta-Box Cold gibt es in limitierter Auflage. Das ist eine richtig tolle Geschichte. Also die letzten Male, als ich die vorgestellt habe, fand ich die immer 1A. Und die war toll gefüllt. Da hat man schöne Produkte drin. Das kann man sich echt mal gönnen. Ist halt eine Spezialbox, kostet 14,99 €. Das finde ich auch echt vollkommen in Ordnung. Und du hast da auch, du hast sowohl auch so, hier Mozzarella hatten wir schon mal mit dabei, ganz klassisch Frischkäse und so ein Kram, Aufschnitt und so, aber auch so neuartige Geschichten. Also Käse auch mit anderen, mit Pesto oder sowas drin, richtig cool. Und halt dann auch, ne, verschiedene Geschichten, die man dann halt auch zubereiten kann und so. Finde ich sehr empfehlenswert. Also schaut da gerne einfach vorbei, ne, falls euch das interessieren sollte. Ist in der Infobox verlinkt und hier habe ich jetzt mal was drin. Was ist das denn? Cooking Sauce Collection. Lee Kum Ki. Was? Join us at where authentic Chinese flavor starts. Ach, guck mal. Hier sind wirklich Gewürze und Rezepte drin. Was ist das? Sojabohnensoße, Chili-Knoblauchsoße, Hoisin, spricht man so, glaube ich, aus Soße, Chio Chao Chili Öl, Sweet Sojasauce, also süße Sojasauce und noch eine Soße. Das ist vielleicht eine Fischsoße, weil da sind Fischer drauf abgebildet. Komm, wir gucken einfach mal rein. Ich dachte erst nämlich auf den ersten Blick, da wäre ein Kochbuch drin. Das wäre ja auch witzig, ne? Aber es ist eine Fressbox. Und ein Kochbuch ist ja nur zur Anregung und nicht zum Essen selber da. Ja, gut, machen wir mal auf.
Und ich mag auch gerne einfach mal so neue Dinge ausprobieren und dann auch mal neue Geschmäcker zu kombinieren und mal mit reinzupacken. Okay, das sind alles so Tütchen. Mhm. Okay. Ja, und die kannst du dann irgendwo mit dabei machen. Ne? Das sind halt, wie eben schon vorgelesen, verschiedene Soßen und dann auch noch das Rezeptbuch dabei. Also wirklich ein Kochbuch, ne? Cooking Guide. Interessant. Ach so, mhm. Ja, womit man das kombinieren kann. Dip für Dimsum oder Teigtäschchen, dafür kannst du es verwenden. Okay, ja, ne, ein paar Informationen dazu. Ist jetzt wie so ein kleines PR-Paket von der Firma, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ne? Weil du da so eine kleine Auswahl hast, inklusive Rezeptideen bzw. Anwendungshinweisen. Doch, finde ich ganz schön. Also wir essen ab und an mal ein bisschen schärfer, dass man halt die Schärfe einfach hinzufügt zu bestehendem. Und ist nicht verkehrt. Zu scharf darf es nicht sein, weil dann brennt mir leider mein ganzer Körper weg. Das mag ich dann auch nicht so gerne, aber mal gucken. So, hier haben wir Pocket Coffee drin. Espresso, feine Schokolade und 100% Arabica von Ferrero. Ich mag das nicht so gerne, aber ich weiß, dass mein Freund das als Kind wohl irgendwie auf irgendeiner Autofahrt sich mega reingepfiffen hat, bevor er jemals Kaffee getrunken hat und da irgendwie mega lange wach war und seinen Vater unterhalten hat. Das ist so eine kleine Story, die immer mal wieder auf den Tisch kommt und wenn er gleich hier reinkommt, um dann die Produkte zu sehen, wird er mir die safe auch nochmal erzählen. Ja, aber ich mag es halt nicht so gerne. Er bestimmt schon. Mal gucken. Und ist halt eine kleine Süßigkeit, die dann auch irgendwie mit dabei ist, ne? Ja, also so viel gesund hatten wir jetzt nicht, aber hier wäre es jetzt ein bisschen gesund. Fit Via Yellow Power Slim Tea. Ja, also im Prinzip kannst du das nehmen, wenn du halt wirklich abnehmen möchtest oder so. Da sind jetzt 100 Gramm drin enthalten. Ich persönlich würde es einfach als normales Getränk zu mir nehmen. Das heißt, ich würde mir den aufbrühen und dann einfach trinken oder kalt werden lassen und dann über den Tag verteilt trinken. Ne? Ich finde bei Fit Via diese Tees eigentlich immer ziemlich ansprechend, weil du hier auch immer sehr große Stückchen und so drin hast. Das sieht schon, also für einen Tee sieht es extrem ansprechend aus. Muss man wirklich sagen. Und auch wenn man die Tüten dann aufmacht und die Nase drüber hält, mag ich das immer sehr gerne leiden. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt ist, warum das alles so gelb ist. Das finde ich gerade auch ein bisschen verwirrend. Hier steht eben was von Ananas mit dabei und Papaya, ja, Apfelstücke sind da auf jeden Fall auch mit drin. Und so weiter. Steht hier nur auf Englisch. Warum steht das nicht auf Deutsch? Egal. Wird wohl irgendwie schmecken. Sonnenblumen sind da auch noch mit bei. Blüten, ne? Finde ich sehr ansprechend. Also ich werde es mir gönnen, tatsächlich. Und loser Tee ist eigentlich auch mal eine ganz schöne Geschichte, ne? Also wir haben sowohl Beuteltee als auch losen Tee bei uns, den wir trinken. Ja, und gerade wenn man sich dann morgens so eine große Kanne macht, dann kann man gut losen Tee verwenden, finde ich. So, hier haben wir ein bisschen was drin. Das ist so ein Fix- und Fertiggericht, was ich manchmal ganz praktisch finde, wenn man einfach so keinen Bock hat zu kochen und sagt, oh, ich habe irgendwie Bock auf irgendwas Warmes, aber nicht auf was Großes, dann mag ich sowas ganz gerne. Cup Noodles, Veggie Miso, Japanese Style Soup. Ja, das ist halt einfach, da machst du heißes Wasser mit rein, lässt das ziehen und dann kann man sich das direkt gönnen, ne? Finde ich immer ganz lecker und deswegen, jo, finde ich das ganz cool. Wir haben irgendwie so asiatisch alles, ne? Ja, wobei alles. Ein asiatisches Gericht und asiatische Soßen, Claudia. Okay, so. Oha, das ist ja auch cool. Gefriergetrocknete Petersilie von Le Gusto. Ja, das kannst du ja überall mit drüber machen. Das ist auch praktisch, ne? So zum Verfeinern von Speisen kann man das gut nehmen. Wenn du, hier ist ja auch Kartoffelbrei abgebildet, kannst du es einfach drüber machen. Oder du machst dir da einen Kräuterquark von oder eine Kräuterbutter oder so, machst es einfach mit rein. Finde ich immer ganz praktisch. Im Sommer haben wir ganz normal bei uns im Garten Petersilie, wo ich auch eben hingehen kann, was abschneide und dann bei uns halt in die Gerichte mit reinmachen kann. Aber ich vergesse immer, das Ganze dann auch kurz vor dem Winter abzuschneiden und dann einzufrieren. Deswegen finde ich sowas sehr, sehr praktisch und ja, wird hier auf jeden Fall seine Anwendung finden. Finde ich cool. So, na, also jetzt geht's los. Jetzt habe ich hier was mit Veggie drin. Alpia Green Smoothie, Spinat, Birne, Matcha. Wow, Veggie Love, gefüllte Vollmilchschokolade. Nee, das ist nichts für mich. Das sage ich, also, nee, nee. Schokolade mit Spinat? Ich meine, ich bin ja eh kein Fan von Schokolade mit Früchten, aber dann Spinat und Matcha? Also das ist wirklich so eine kleine Mutprobe, ne? Möchte ich das trotzdem mal probieren? Komm Leute, wir probieren das jetzt einfach mal, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das schmeckt. Und ich weiß auch nicht, also wie das schmecken soll.
Weil Matcha ist ja auch ein Tee. Keine Ahnung. Also ich nehme jetzt hier mal ein Stück bei weg. Das sieht echt nicht ansprechend aus. Vor allem, wenn du weißt, dass einfach da Spinat in der Schokolade drin ist. Ja, was soll's, ne? Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Du schmeckst den Spinat nicht raus. Hauptsächlich schmeckt man halt dieses Birne und Matcha. Sehr fruchtig. Die Birne, die schmeckt man. Ist nicht meins. Weiß nicht. Vielleicht mag mein Freund das, aber ich mag es auf gar keinen Fall. Wirklich nicht. Also, interessante Geschmackskombinationen finde ich ja immer ganz interessant. Und finde ich auch schön, sowas mal austesten zu können. Aber irgendwann ist auch mal gut gewesen hier. Hier habe ich von Kühne natürlich gut Joghurt-Wildkräuter-Dressing. Das ist praktisch, das kann man sich über einen Salat so drüber machen, ne? Was ich auch ganz gerne mache, sowohl bei Joghurt-Dressing als auch bei dieser geilen Knoblauchsoße aus dem Action, dass ich Pizza da rein tippe. Also wenn wir zum Beispiel Pizza bestellen, dann ne, habe ich eine schöne vegetarische Pizza mit Spinat und Hollo und was da nicht alle drauf ist, Feta. Ja, auf jeden Fall tippe ich dann immer die Pizzastücke da rein und dann esse ich das. Super lecker. Ich mag halt dieses Herzhafte total gerne. Also ja. Also das wird bei uns gut verwendet werden. Das ist ein gutes Basic-Produkt. Das ist keine Spinatschokolade. Und dann haben wir hier auch was mit drin. Ich glaube zweimal. Thunfisch in der Dose. Okay, das ist einmal in Sonnenblumenöl und einmal in Aufguss. Dann haben wir hier, Karton, ein bisschen im Weg hier, ne? Haben wir hier so zwei Dosen Thunfisch. Das kannst du auch machen, wenn man sich einen Salat macht und dann einfach in den Salat mit reinmachen, dann das Dressing drüber, ne? Ein bisschen noch da, sonst noch irgendwie mit beimachen. Doch, das finde ich schon schön. Und das hält sich ja auch ewig und drei Tage, ob man jetzt einen Salat isst oder ob man halt im Sommer erst einen Salat macht. Finde ich auf jeden Fall cool. Wir haben das damals halt im Ferienlager gemacht. Da war ich ja als Leiter auch mit dabei. Also quasi, ich war Leiterin auch von einer kleinen Gruppe. Und dann ist man halt jedes Jahr auch in dieses Ferienlager mitgefahren. Und jo, da haben die Leiter sich natürlich abends immer eingegönnt. Ne? Da haben wir immer viel Spaß gehabt. Und dann hatte man immer Bock auf was Herzhaftes. Und dann gab es immer entweder Flipper, also ja, traurig, aber war Thunfisch in der Dose und dann schön dick Mayo drauf und dann gegessen oder halt so ein schönes Joghurt-Dressing oder sowas. Oh, geil, Leute, ich sag euch das. Wenn man einen im Tee drin hat, dann gönnt man sich das. Oder halt Mais aus der Dose eben auch mit ganz viel Mayo oder mit so einem Joghurt-Dressing. Ja, so ist das alle im Leben, ne? Die Geschichten von früher, ich sag euch das. Okay. Bislang hatten wir noch kein Getränk mit dabei, oder? Nö. Noch nichts zu trinken. Ich bräuchte nämlich eigentlich was zum Nachspülen. Hier habe ich so Riegel dabei. Die sind auch so zusammengepackt. Die nehme ich mal hier auseinander irgendwie. So. Okay. Das ist zweimal Cliff Bar in Energy Bar. Feed Your Adventure Crunchy Peanut Butter. Das ist zweimal der gleiche. Also ne, gibt es den hier zweimal in der Box. Sowas esse ich ganz gerne so morgens. Wenn ich morgens so als Frühstück, ne, gönne ich mir sowas ganz gerne. Oder als zweites Frühstück, je nachdem, wie früh man so aufsteht, ne. Ich finde das ganz cool. Oder wenn du vorm Sport nicht irgendwie groß was essen möchtest oder so, dann gönne ich mir sowas auch. Oder wenn man zu einer Party oder zu einem Geburtstag oder zu Freunden fährt und weiß, es gibt da was zu essen, man ist aber erst irgendwie zu 7:30 eingeladen, dann esse ich mir sowas auch halt vorher, damit ich nicht irgendwie mit knurrendem Magen dahin fahre. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was in der Box drin enthalten. Bist du ein Getränk? Nein, wir haben hier kein Getränk drin. Ach Mensch, ich mag immer die Getränke, ne? Hier haben wir Ayva-Milch drin. Das finde ich immer lecker. Podravka. Mit gebratener Paprika. Ja, so wird Ayva hergestellt, ne? Ayva ist ja eine Paprikapaste. Und ich weiß nicht, wer von euch das Kochbuch kennt, die Community Edition im Danny Pelletier, also im Pelletier Verlag, im Danny Pelletier, genau, sorry, im Pelletier Verlag, da gibt es ja auch die Version, die Community Edition und da ist ja auch Claudis weltbeste Paprika Carbonara drin und dafür könntet ihr das zum Beispiel auch sehr gut gebrauchen. Ne? Und ja, ich mag Ayva sehr gerne, das kann man immer wieder zu Speisen hinzugeben, wo man sowieso Paprikagerichte hat.
Das kannst du auch in eine Nudelsoße mit reinmachen, aber ich würde es halt schon empfehlen, um halt den Geschmack der Paprika in dem Gericht zu intensivieren, das halt bei Paprikagerichten zu verwenden. Jo, mag ich. So, einen haben wir noch. Und da sind wir auch wieder bei den Nudeln. Und zwar haben wir hier von Cirio Pastasoße Kräuter. 100% Promotoro Italiano. Genau, also das ist einfach so eine Pastasoße, die du über Nudeln machen kannst. Hier hinten ist aber auch ein Bild abgebildet von einer Pizza Margherita. Da kannst du es natürlich als Pizzasoße auch zweckentfremden. Und sowas ist auch immer ganz praktisch. Auch da, wenn man mal eben schnell was Warmes essen möchte, ein paar Nudeln warm machen und dann hier ne, ein bisschen Soße mit dabei. Das finde ich immer sehr praktisch. Doch, also hier wurde wirklich auch praktisch und auf, ne, bunt gemischt gesetzt. Wir haben Basic-Produkte drin, wir haben aber auch ausgefallene Produkte drin, sehr ausgefallene Produkte. Klar, es muss nicht immer alles schmecken, es ist logisch, ne? Aber ich finde die Mischung hier ganz gut gemacht. Also mir hat sie auf jeden Fall gefallen. Ich bin halt gespannt, also ich konnte jetzt nicht so viel probieren, ne? Aber das muss man jetzt im Laufe der Zeit sehen, wie die Produkte so schmecken. Aber erfahrungsgemäß ist es schon so, dass es das wert ist. Also man zahlt ja wie gesagt die 15,99 € für die Box und bekommt dann einen Warenwert von über 20 €. Und ich persönlich bin halt experimentierfreudig und mein Freund auch. Und dementsprechend haben wir da auch immer fast alles, was wir dann auch wirklich essen werden. Dementsprechend lohnt sich das. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von dem Unboxing von der Degusta-Box im Januar. Schreibt gerne in die Kommentare, wie sie euch so gefallen hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!